Träume machen Mut. So lautet das Motto des Dream Ball, der alljährlichen Charity-Gala von DKMS Live in Berlin. Look good, feel better. Mit diesem Programm engagiert sich die gemeinnützige Gesellschaft für Krebspatientinnen. HealthCV unterstützt sie als Medienpartner. Das gemeinsame Ziel? Betroffene Mädchen und Frauen neuen Lebensmut und Lebensfreude geben. Auf den Dream Ball sprach HealthCV-Moderatorin Iris Bedowski mit engagierten Prominenten. Barbara, du moderierst seit das 10. Mal mittlerweile den Dream Ball. Ja. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung? Ich glaube, das Besondere an der Veranstaltung ist, dass wir jedes Jahr ganz viele positive Gefühle mit aus diesem Abend nehmen, weil ja viele dann so sagen, ach, traurig und Krebs und kranke Frauen und so. Aber das ist eigentlich nicht das Gefühl, das wir mitnehmen, sondern wir nehmen das Gefühl mit, wir können für ganz viele Frauen ganz viel Gutes tun. Es geht letztendlich um Wohlbefinden, um Lebensfreude und um ein gutes Gefühl. Und dafür lohnt es sich jedes Jahr, das zu machen. Es gab so viele berührende, emotionale Momente schon bei diesen Bällen. Gibt es irgendwas, woran du dich besonders erinnerst, was dich wirklich umgehauen hat? Ja, ich bin jedes Jahr natürlich immer dann auch nah am Wasser gebaut. Finde ich auch total okay, dann auch zu weinen. Wenn man die Geschichte der Dream Lady jedes Jahr, das gibt es ja immer als Film, und wir haben ja jedes Jahr eine krebskranke Frau, die ihre Geschichte erzählt, die sich auch zeigt, die auch sagt, so sehe ich aus, ohne Haare, so sehe ich aus, ohne Schminke. Und das kann man aber auch machen mit der DKMS Live. Und es ist dann schon immer sehr, sehr, sehr bewegend. Aber lauter positive Fälle, und wir haben dann ja auch Jahre später noch unsere Dream Ladies hier und verfolgen die und sehen, wie es bei denen weitergeht, und das ist natürlich toll dann. Und das Motto des heutigen Abends ist ja auch Lebensfreude. Ja. Ich meine, darum geht es ja letztendlich. Was verbindest du mit Lebensfreude? Mein ganzes Leben ist eigentlich Lebensfreude, ehrlich gesagt. Also ohne Lebensfreude könnte ich gar nicht. Und ich habe natürlich auch bisher wahnsinnig viel Glück gehabt und alles ist ganz toll. Und ich genieße mein Leben sehr und versuche auch viel Lebensfreude auszustrahlen. Aber das ist jetzt aus meiner Position heraus ja gar nicht so schwer, weil eigentlich momentan ist eigentlich alles easy. Wir haben hier ja heute Abend eine wunderschöne Ausstellung über die Feel Better Menschen. Hast du dir schon ein bisschen was anschauen können, und was sagst du dazu? Ja, ich habe mir das natürlich genau angeschaut, weil tatsächlich das jedes Jahr ein ganz wichtiger Punkt ist. Nicht nur die, die krank sind und in Therapie sind, sondern vor allem die, die eben dabei helfen, wieder gesund zu werden. Und die sind ja da abgebildet, deswegen super Sache. Wer ist denn dein Feel Better Mensch? Oh, mein Feel Better Mensch sind tatsächlich einige wenige. Also ich finde immer, wenn man viel arbeitet und so, man hat gar nicht so viel Zeit für so ganz viele Leute ganz eng an sich dran. Aber natürlich Familie, Familie, Familie ist das Oberste. Und worauf freust du dich auf heute Abend? Ich freue mich ganz besonders auf tolle Acts, die hier heute auftreten. Und ich freue mich am allermeisten auf die Frauen, die uns wieder das Gefühl fürs nächste Jahr geben. Dranbleiben, kämpfen, und am Ende lohnt es sich. Und wir freuen uns ganz besonders auf deine Moderation heute Abend. Vielen Dank, Barbara. Tschüss.